So, hallo und herzlich willkommen bei Kommentare zu Politik. Und heute aus aktuellem Anlass mal ein Thema über den Horst Seehofer. Aber bevor wir zum Thema kommen, stell sicher, dass du den Kanal abonniert hast, weil ich immer wieder spannende und wichtige Kommentare zur aktuellen Politik machen werde. Es ist folgendermaßen, heute gab es die Neuigkeit, dass der Söder den Seehofer unterstützen wird und ihn nicht als Innenminister absetzen möchte. Das ist schon mal eine echt gute Neuigkeit nach den ganzen schlechten Neuigkeiten in den letzten Wochen. Und zwar war es so, dass der Horst Seehofer, dass eine extreme Schiene der Medien gegen den Seehofer gerichtet wurde, der linken Medien, leider. Und die Frage ist natürlich, warum? Man hat sehr viel Schlechtes über ihn gelesen und vor allem in den Medien kam immer wieder, dieser Mann hat so versagt und er will einfach nicht gehen, der muss endlich weg. Aber aus welchem Grund, frage ich mich. Wenn man genauer nachschaut, gab es nicht so viele Gründe, wo er so groß versagt hätte. Nein, er hat einmal in dem Interview gebracht, wieso er den Maaßen nicht feuern wollte. Es ging darum, dass der Verfassungsschutzchef, der Friedrich Maaßen, gekündigt werden sollte. Und der Seehofer hat sich geweigert. Und dann wurde natürlich eine Kampagne gestartet und Merkel und alle waren dagegen. Und dann habe ich einmal einfach nur ein Interview gehört. Ich wollte ihn mal selber hören, nicht nur die Medien. Und in dem Interview hat er einfach gesagt, ja, schauen Sie, ich bin als Minister, als Innenminister verantwortlich für meine Mitarbeiter. Und ich werde nicht nur einfach wegen einigen paar Neuigkeiten oder weil gerade jemand eine Kampagne macht, meine Leute einfach so mir nichts hier nichts entlassen. Und ich fand es richtig gut, dass er nicht nur irgendeinem Bär hinterher rennt, sondern dass er auch Verantwortung gegen seine Mitarbeiter hat. Das ist eine richtig gute Eigenschaft. Gleichzeitig will er auch nicht seinen Platz räumen als Innenminister und er sagt immer wieder, er hat noch einen Auftrag zu erfüllen, hat noch was zu tun. Und es scheint, dass dieser Seehofer, der so oft eingeknickt ist, dass er jetzt sieht, es gibt noch was zu tun fürs Land. Es ist ihm nicht mehr so wichtig vielleicht, dass er total gedisst wird von den Medien und dass er seine Karriere aufs Spiel setzt, ist sowieso. Aber es scheint, er will noch was tun. Und er will vielleicht auch diesen globalen Migrationspakt und so weiter, dass ja noch mehr Flutung passieren soll von Migranten in Zentraleuropa. Und das ist ja für beide Seiten nicht gut. Das wird ja für die Migranten gut, die entwurzelt werden und dann hier in irgendwelche Abhängigkeiten vielleicht fallen oder arbeitslos sind. Noch für die Einheimischen, wo die Kultur geraubt wird und es auch starkes Potenzial geschaffen wird für einen Bürgerkrieg. Oder eine Spaltung der Gesellschaft, Bürgerkrieg, wollen wir mal nicht hoffen. Und deswegen hat er, glaube ich, einen Auftrag, hat er sich selber gesagt. Und das ist eine Stärke, die ein Mann haben kann. Dass er nicht nur darauf schaut, wie er macht jetzt seine Karriere, was kann er tun, wie tut er sich richtig verhalten, dass alle mit ihm einigermaßen zufrieden sind, mehr oder weniger. Nein, dass er sieht, ich habe hier was Gutes zu tun, vielleicht was Gutes für das Land und ich tue es. Und das finde ich einfach mal richtig gut, dass er jetzt noch nicht gehen muss. Schauen wir, was in den nächsten Wochen, Tagen passiert. Wir müssen natürlich hoffen, dass jetzt bei der CDU nicht die falsche Person wieder in die Macht kommt, die den Kurs von Merkel weiterführt. Jeder kennt AKK. Genau, schauen wir, was in den nächsten Wochen kommt. Meinen Kommentar werdet ihr auf jeden Fall weiterhin hören können. Wenn euch das gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben lassen bei dem Video und unbedingt abonnieren. Wiederschauen.